Ich war an der damals 5. Volksschule in Dahlem, gleich in der Nähe vom U-Bahnhof Dahlem-Dorf. Da ist jetzt das Kennedy-Institut für amerikanische Studien. Das war damals die 5. Volksschule. Ich habe mir damals gedacht, das kann doch nicht sein. In dem großen Berlin kann doch das nicht die 5. Volksschule sein. Aber das hatte seinen Grund darin, dass eben Dahlem spät eingemeindet worden war und das Schulwesen war eben noch im alten Gleise weitergefahren und dadurch war das die 5. Volksschule im Kreis Teltow, zu dem Dahlem gehörte, damals administrativ zum Landkreis Teltow und nicht zur Stadt Berlin. Die wurde erst dann später eingemeindet. Der Judenboykott manifestierte sich erst in dem Verweigerungsaufruf vom 7. April 1933, der sich an die Käufer in jüdischen Geschäften richtete. Deutsche kauft nicht bei Juden. Wir hatten ja schon so einiges gehört darüber, dass die Nazis dem jüdischen Bevölkerungsteil in Deutschland nicht wohl wollte. Es war schon irgendwie verdächtig gewesen. Als ich in der Volksschule war, saßen in der Bank hinter mir zwei liebenswürdige Juden. Und diese beiden imponierten mir kolossal, weil sie nämlich, ich meine, offenbar orthodox, weil sie nebenher Hebräisch lernen mussten. Und von meiner Mutter und von der Kirche war mir natürlich die Bibel ein wichtiges Instrument der Information und der Lebenslehre. Und ich liebte die Bibel ungemein. Und das war für mich ein Schock, als ich hörte, dass die Juden, die natürlich doch die Hervorbringer dieses herrlichen Buches waren und sich, ob man nur übereinstimmt mit ihrer Religion oder nicht, die Bewahrer dieses Buches, fand ich eine Ungeheuerlichkeit, dass man plötzlich in einer so pauschalen Weise gegen sie vorging. Mein Vater sagte in der Zeit, also was er meinte, was er fühlte und so, sagte er nicht. Aber als mal gesammelt wurde für den Tierschutzverein, sagte er nach dem 7. April 1933, wo eben auch in Dahlem das Geschäft von dem Drogerieinhaber Ackermann bestreikt oder boykottiert wurde, sagte er, dass man für den Tierschutzverein sammelt, sollte man erstmal einen Menschenschutzverein aufmachen. Das sagte er mir als kleinen Stöpke von 9 Jahren. Da bekam ich die Haltung des Vaters deutlich zu spüren.